Spiel von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in Anfang gespielt. Kickers auf dem Bach. Zusammenspiel zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Okay. Vergessen, geht wieder bei Null los. Und da müssen wir halt sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen die erste 30. Hopp. Gut, der nächste, let's bring. Hopp. Aktiv. Kick es auf. Hermann Nuba erzielt den Ausgleich. Und womit niemand mehr gerechnet hat, ist die 10 Sekunden vor dem Abpfiff. Die Vorentscheidung zugunsten der Kickers ist gefallen. Aktiv. Ich habe gespielt von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft aktiv. Ich habe nur in Anfang gespielt. Hopp. Gut, der nächste, let's bring. Hopp. Gut, der nächste, let's bring. Hopp. Und der allerletzte. Und auf Wiedersehen, bis Donnerstag, 8:30 Uhr. Ich habe gespielt von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in Anfang gespielt. Kickers auf dem Bach. Zusammenspiel zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Okay.
Es ist Samstag, 14 Uhr, da sage ich wieder Hallo und herzlich willkommen bei You'll Never Talk Alone. Das Ganze heute schon zum 14. Mal. Naja, und heute haben wir es ein bisschen eilig, weil wir haben so viel Inhalt. Ganz, ganz viele tolle Statements, Interviews und so weiter und so fort. Ja, und wie jede Woche gibt es auch heute wieder einen richtig kompletten Wochenrückblick. Das heißt, ihr verpasst nichts, aber auch gar nichts rund um unsere Offenbacher Kickers. Dafür sind wir ja da. Ja, und endlich ist es wieder soweit. Der Ball rollt wieder. Ja, und so steht natürlich heute der Trainingsauftakt, die erste Trainingswoche, absolut im Mittelpunkt der heutigen Sendung. Aber es gab noch einige andere Dinge rechts und links rund um unsere Kickers und so bekommt ihr auch heute wieder alles Wissenswerte noch einmal geliefert. Zum Beispiel konnten wir noch einen weiteren Neuzugang begrüßen. Ja, und auch der soll heute nochmal zu Wort kommen. Ja, und dann wollen wir mal den alten und ewig jungen Kapitän, in Anführungszeichen Kapitän aus dem letzten Jahr, Mike Vetter zuschalten und mit ihm ein bisschen über die neue Runde talken. Naja, und dann gab es noch was ganz, ganz Interessantes an Feedback zu dem Spiel, also aus der Vorwoche, nämlich unserem virtuellen Geisterspiel gegen Bayer Leverkusen. Das ist ein echter Hammer. Das werden wir euch auch gleich nochmal zeigen, was es da so an Feedback noch im Nachgang gab. Naja, und Kaspar Lauk, der zieht natürlich mit seinem OFC E-Sport Tool einsame Kreise, ist im DFB-Pokal in der zweiten Runde und heute geht es gegen den KSC zu Hause am Biberberg. Ja, und da werden wir natürlich auch gleich mit dabei sein. Ja, und letzte Woche hatten wir ja das Wer ist denn das gespielt? Ja, und wer ist denn das? Dieser junge, schicke Mann, Adi Wehner. Das ist der Name, der gesucht war. Tja, und das Tierchen, mit dem er beruflich zu tun hat, ist die Fledermaus, Taxi Fledermaus. Und die Nummer, die gesucht wurde, die magische Nummer ist 81 82 82. Ja, und das haben natürlich einige gewusst, aber es kann nur einen Gewinner geben und das war Uwe Carsten. Er hat den 20-Euro-Taxi-Gutschein gewonnen und bei Adi Wehner in der Funkzentrale abgeholt. Da sagen wir nochmal herzlichen Glückwunsch. Also, ja, und jetzt wie angekündigt nochmal zum Thema Geisterspiel gegen Bayer Leverkusen. Da war doch was, da war doch was. Naja, ihr habt es ja gesehen, das kennt ihr ja alle schon, da haben wir ja mehrfach drüber geredet. Es gab also das Geisterspiel hier, unsere Obrigkeit war eben auch bei Rudi Völler und das haben wir alles wunderbar schön verhackstückt. Und ja, ihr habt es selbst schon gesehen und das war ganz, ganz, ganz positiv angekommen. Aber womit wir gar nicht mehr gerechnet hätten, überhaupt nicht gerechnet hätten, das war nämlich die Tatsache, dass auch man in Leverkusen das nicht nur gesehen und gehört hat, damit hat man noch gerechnet, aber da gab es ein ganz besonderes Feedback und ja, da gibt es die E-Sport-Abteilung in Leverkusen, das heißt, das sind Profis, richtig professionelle E-Sportler und die haben sich das auch angeschaut und der Chef von dem Ganzen, der Florian Dederich, der hat dazu Folgendes gesagt. Ja, da sage ich mal Hut ab. Also es gefällt mir echt gut, vor allem die Emotionen, die da übertragen werden, obwohl ja eigentlich gar keiner am Stadion ist. Also das ist schon echt gut gemacht, auch mit der Werbeeinbindung. Können wir uns sogar noch was von abgucken, definitiv. Also es macht echt Spaß, dazu zu schauen. Ja, vielleicht kann man sowas dann nochmal machen, vielleicht kann man nochmal ein Rückspiel organisieren. Ja, sehr spannend, wirklich. Schöne Sache, herzlichen Glückwunsch. Ja, das hat uns natürlich total gefreut, aus so berufenem Munde ein solches Lob zu bekommen. Und sie wollen ein Rückspiel, logisch, sie haben ja auch verloren. Der UFC hat 3-2 gewonnen. Ihr habt das ja alles mitbekommen, ganz klarer Fall. Nee, also da haben wir uns riesig drüber gefreut. Grüße auch an die E-Sportler, an die Bayer, an Bayer 04 Leverkusen. Und ja, damit das klar ist, es hat nicht nur ja, den älteren UFC-Fans gefallen, nein, auch die ganz Jungen waren mit am Start. Und einer, der hat hier auch noch ein kleines Feedback dazu gegeben. Und dann wollen wir mal gucken, wer das sein könnte. Hallo Lars, ich fand das Spiel richtig cool, weil bei FIFA 20 gibt es ja normalerweise noch kein OFC. Aber dass ihr das dann halt noch reingemacht habt und halt irgendwie geschafft habt, fand ich halt richtig cool.
Ja, das fand er richtig cool und das war kein geringerer als der Paletta Junior, als auch der Trainersohn. Der war auch ganz begeistert. So, ganz anderes Thema. Es freut uns, dass die Sendung so gut ankommen und ja, dann geht es auch irgendwann wieder richtig los. Der Ball wird wieder richtig rollen und dann wollt ihr natürlich, dass wir für euch live übertragen. Deswegen brauchen wir eure Unterstützung. Wir legen wie immer vor und ja, wenn ihr nachzieht, dann können wir weitermachen. Machen Kickers TV und natürlich OFC Fanradio. Das Laufband habe ich unten eingeblendet. Da habt ihr die Kontoverbindung. Bitte schaut, was ihr machen könnt. Es ist für uns schwer genug jetzt, dadurch, dass nicht gespielt wird. Aber ganz viele sind eben schon mit dabei und haben ihren Unterstützungsbeitrag losgeschickt. So soll es ja auch sein. Es ist ja eben auch für genau euch, für die Fans. Also euer Kickers TV. Bitte schaut, wie das gehen kann. 40 € braucht es fürs ganze Jahr und man kann sich das auch einteilen. 2x 20 € Vorrunde, Rückrunde oder eben Dauerauftrag haben auch viele gemacht, 3,33 €, manche haben 5 € gemacht, manche sogar 10 €. Also ich denke, wir sollten es irgendwie gemeinsam wieder hinbekommen. Ich sage schon mal Dankeschön all denen, die jetzt hier schon Gas gegeben haben. Ja, und dann war ja in dieser Woche wieder eine Personalentscheidung fällig. Wir haben noch einen Neuzugang bekommen. Tunay Dennis, ja, und da habe ich anfangs gedacht, der heißt Dennis Tunay. Nee, der heißt Tunay Dennis. Also Tunay ist der Vorname und Dennis ist der Nachname. Also, da habe ich ihn persönlich gefragt, das ist auf jeden Fall so. Und ja, da gab es ein tolles Porträt, das habt ihr vielleicht schon gesehen, das wurde auch mächtig viel geklickt. Aber was ihr noch nicht gesehen habt, sind seine Grüße an die Fans. Jo, servus liebe OFC-Fans, hier euer Tunay Dennis. Ich bin jetzt neu hier, gestern hatten wir unsere erste Trainingseinheit. Und ich freue mich auf die geile Saison mit euch einfach. Unterstützt uns auf jeden Fall, jedes Spiel seid dabei und wir werden die Bude auf jeden Fall hier rocken. Ja, da habt ihr es gehört. Also Tunay Dennis. Und wer mehr von ihm sehen und hören will, der kann sich nochmal das ganze Porträt anschauen. Natürlich auf unserem YouTube-Kanal OFC Fanradio und Kickers TV. So, und jetzt hatte ich es ja angekündigt, das soll im Mittelpunkt stehen, der Trainingsauftakt. Ja, da war richtig etwas los und doch war nicht so viel los. Warum? Unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und das Trainingsevent oder der Auftaktevent, das war ja immer eine riesengroße Geschichte. Zuletzt so um die 500 Zuschauer Trainingskibitze immer. Und jetzt eben ganz, ja, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Also das war schon eine komische Geschichte. Aber es war auch eine tolle Sache, denn da hat man sich was ausgedacht. Ein riesengroßer Kreis. Alle waren da. Also das heißt aus der Geschäftsstelle, Physios, die Platzwarte, alles, was so dazugehört. Und ja, Geschäftsführer Thomas Sobotzik und auch Joachim Wagner, der Präsident, die haben nochmal eine sehr, sehr eindrucksvolle, tolle Rede gehalten und ja, die Richtung vorgegeben. Auch gerade so, wie der OFCM auch nach außen wirken will, muss ich sagen, das hat mich schon sehr, sehr beeindruckt. War eine tolle, gute Geschichte und ich glaube, das hat gleich den richtigen Impuls gegeben, jetzt hier so zum Trainingsauftakt. Ja, und dann wurde ja mächtig trainiert und gleich nach dem Training habe ich mir dann Thomas Sobotzik, den OFC-Geschäftsführer, nochmal gegriffen. Und auch das war ziemlich interessant zu hören, denn er hat nicht nur den Trainingsauftakt zusammengefasst, sondern schon mal so einen kleinen Ausblick gegeben und wir schauen und hören mal rein. Ja, war der erste Trainingstag wieder mit der neuen Mannschaft, viele neue Gesichter. Ich glaube, dass sich alle wirklich auch gefreut haben, wieder zusammenzukommen und fast schon unter normalen Bedingungen auch zu trainieren. Ja, jetzt werden die nächsten Tage und Wochen zeigen, wie schnell wir da zu einer Einheit werden. Wie ist das Ganze abgelaufen? Na, wir haben jetzt eine Ansprache gehalten in einem etwas größeren Kreis. Es waren auch alle Mitarbeiter der Geschäftsstelle dabei, unser Greenkeeper, der Chef der Stadiongesellschaft, Mannschaftsarzt, Präsident, Vizepräsident, unser Pressesprecher. Und haben letzten Endes uns ein paar Dinge vorgenommen für das, was kommen soll. Auch gewisse Dinge, wie wir miteinander umgehen wollen. Und ich habe nochmal darauf hingewiesen, dass wenn wir erfolgreich sein wollen, jeder wichtig ist. Ja, vom Platzwart bis hin zum Präsidenten, wobei das keine Wertung ist, diese Reihenfolge.
Jeder kann seinen Beitrag dazu beitragen und jeder ist auch verantwortlich dafür, ob wir erfolgreich sind oder nicht. Da kann sich niemand rausnehmen. Deshalb ist das große Ziel, dass wir wirklich alle diesem Verein dienen und alles, was in uns steckt, investieren, um da einfach die Wahrscheinlichkeit des Erfolges maximal zu erhöhen. Was hattest du für einen Eindruck, in welchem Zustand sind die Alten und auch die Neuen zurückgekommen? Ich glaube ganz gut. Also ich habe jetzt nicht festgestellt, dass da eine irgendwie mit 10 Kilo Übergewicht gekommen ist und sich nicht bewegen kann. Ganz im Gegenteil, so wie sie sich heute bewegt haben, in diesen Spielformen denke ich, dass sie morgen früh das ziemlich merken werden, wenn sie aufstehen. Wird es vielleicht noch den einen oder anderen eine Ergänzung geben? Also wir sind weitestgehend fertig, haben sicherlich noch ein bis zwei Schüsse frei. Da beobachten wir genau den Markt, ob vielleicht noch jemand dann da ist, der uns entscheidend weiterhelfen kann. Sind da aber jetzt nicht wirklich in Eile und werden nur noch was machen, wenn wir alle davon hundertprozentig überzeugt sind. Wir sind jetzt mit dem Kader, wie sie jetzt steht, so als Gerüst zufrieden und werden jetzt erstmal die Vorbereitung angehen und dann auch genau beobachten, wie sich das Ganze zusammenfügt. Viele Erkenntnisse erlangt man dann eben auch aus der täglichen Arbeit. Testspiele sind leider noch nicht möglich, zumindest nicht in Hessen, aber ich denke, dass da demnächst auch wieder auch in Hessen das anders gehandhabt wird. Bis wann rechnest du mit Entscheidungen, was Spielmodus bzw. auch mit und ohne Zuschauer angeht? Und der Spielmodus ist ja schon geklärt. Also es wird wahrscheinlich in der 22er Liga, ich sage wahrscheinlich, weil rein theoretisch kann Kaiserslautern noch absteigen, sodass wir Stand jetzt von 22 Mannschaften ausgehen, die dann am 1. September loslegen werden. Und wie viele Zuschauer dann auch zugelassen werden. Ich glaube, das wird ein Stück weit noch sich verändern. Wir planen aber jetzt schon so, quasi unter der jetzigen Verfügungslage, werden wir gemeinsam mit der Stadionbetreibergesellschaft, vorrangig in Person Andi Herzog, und auch mit der Gesundheitsbehörde Dr. Bornhofen und der Politik einfach jetzt schon ein Konzept aufstellen, um möglichst vielen Fans den Zugang zu unseren Spielen zu gelangen. Vom jetzigen Standpunkt her ist es jetzt vielleicht nicht wahrscheinlich, dass jetzt wir das Stadion komplett füllen können. Aber ich hoffe, dass die Entwicklung weiterhin so anhält und wir dann einfach wirklich möglichst vielen Zuschauern loslegen dürfen. Ja, Thomas Sobotzik, der UFC-Geschäftsführer, ganz interessante, nochmal zu hören. Und natürlich wollten wir auch mal hören, was die Trainer sagen, beziehungsweise der Cheftrainer Angelo Barletta. Ja, alle sehr zufrieden, alle sehr glücklich. Wir hatten noch einige Spieler dabei, auch die Neuzugänge insbesondere, die schon gefühlt, also nicht gefühlt, 3-4 Monate ja keinen Ball mehr berührt haben oder nicht mehr auf dem Trainingsplatz waren. Und bei uns war es ja auch ähnlich, dass wir ja jetzt das mit den Zweikämpfen, dass wir ein Stück weit da jetzt darauf besser einspielen können, dass wir jetzt auch endlich mal das spielen können, was wir am besten können. Und waren zwar auch nur im 5 gegen 5, ja, aber immerhin war es etwas besser als in dieser Corona-Zeit. Ja, das wäre jetzt gerade die Frage, was kann man denn überhaupt jetzt so trainieren? Was ist denn so die aktuelle Situation? Darf man schon wieder richtig in den Mann gehen? Ja, also im 5 gegen 5, ja. Also davor war es ja so, dass wir immer nur in Kleingruppen gearbeitet haben, viel Passübungen, Torabschlüsse gemacht haben, dann immer wieder in Zonen gespielt haben, sodass wir uns nicht in die Quere gekommen sind. Jetzt ist es so erlaubt, dass wir dann schon im 5 gegen 5 auch voll aktiv sein können. Ja? Und das hat man heute gemerkt, das war für die erste Einheit, war es mir sogar drüber, gebe ich ehrlich zu, weil da weiß man, wie es ist, dann neigt man dazu, sich dann zu verletzen. Aber da hat man gemerkt, ich konnte ihn nicht bremsen und dementsprechend ist der Start gelungen. Aber ich glaube, das gilt auch so ein bisschen für dich, weil ich kenne dich so ein bisschen. Du hast es auch nicht mehr ausgehalten. Du wolltest keinen Urlaub mehr. Jetzt musste es losgehen und du lachst auch. Das heißt, das wurde Zeit.
Ja, du sagst es. Es war eine Phase, eine Situation, die, glaube ich, ja keiner so miterlebt hat. Ja, also der Nervenkitzel hat auf jeden Fall gefehlt. Wir waren ja gut im Schuss dann nach dem Spiel Balingen, dann Elversberg. Da haben wir uns ja sehr viel vorgenommen. Dann wurde es, ja, aber es ging ja nicht nur uns so, sondern allen anderen Vereinen auch so. Dementsprechend freuen wir uns einfach riesig, dass wir endlich auch die Mannschaft jetzt beisammen haben, die wir fürs nächste Jahr dann ins Rennen schicken. Ja. Alle sind gesund, ein, zwei kleine WWchen haben wir noch, aber da haben wir ja noch ein bisschen mehr Zeit als sonst. Und wie gesagt, wir sind da guter Dinge. Es ist zwar noch nicht Weihnachten, aber du hast schon viele Geschenke bekommen. Das heißt, waren schon einige Wunschspieler dabei? Ja, also da sind schon nicht nur einige, sondern sehr viele dabei, die wir gut gescoutet haben, die sehr gut ins Gesicht passen des OFC, die das verkörpern, was wir hoffentlich sehen wollen. Das ist theoretisch. Jetzt schauen wir mal, dass wir das praktisch auch auf dem Platz hinbekommen. Aber wie gesagt, da jetzt heute ist erstmal der Start gelungen und dann schauen wir, dass wir von Tag zu Tag darauf hinarbeiten. Jetzt ist ja immer die Frage, wie kommen die Jungs zurück? Da gibt es ja die ominöse Pulsuhr und vieles mehr. Galt das nur für die sozusagen verbliebenen Jungs oder jetzt haben die Neuen, haben ja auch schon Pulsuhren bekommen? Wie ist denn der Fitnesszustand? Kann man da schon was sagen? Ja, also heutzutage mit der Pulsuhr schon sehr fies, weil zu meiner Zeit kam schon der eine andere Brasilianer mit 3-4 Kilo Übergewicht mal aus dem Urlaub. Das ist jetzt schon fast, das geht gar nicht mehr, weil die Pulsuhren, die zeigen dir sogar, wo du gerannt bist, wann du gerannt bist. Alles kann ich das scannen. Auch da, die Jungs schicken auch teilweise dem Dennis die Screenshots, wo sie gerannt sind. Und dementsprechend hat man es heute gesehen. Die Jungs kommen topfit, da hat keine Gewichtsprobleme gehabt. Wie gesagt, heute war es mir sogar etwas zu intensiv, aber da hat man gemerkt, die waren da voller Elan, voller Tatendrang, endlich wieder auf den Platz zu gehen. Da müssen wir schauen, dass wir das Ganze auch ein bisschen eindämmen, weil irgendwann verpufft sich das ja alles. Und wie gesagt, wir sind gut präpariert, aber das, wie gesagt, das war ja die erste Einheit. Was haben denn so die Neuen für einen Eindruck gemacht? Ich hatte so einen Eindruck, ihr habt nicht nur nach reinen Leistungsdaten zusammengestellt, sondern auch so ein bisschen charakterlich. Habt euch ziemlich informiert, ne? Ja, wie es der Sobo schon auch des Öfteren, Thomas Sobotzek des Öfteren erwähnt hat. Wir haben natürlich gescoutet. Es geht jetzt nicht, davor war alt, schwach, sondern es geht einfach nur darum, um die Gier nach Erfolg in dieser Phase, die wir sind, in der Regionalliga Süd. Und da zählt es nicht nur gegen Homburg oder Elversberg zu bestehen, auch in Balingen oder gegen Stadt Allendorf. Da musst du auch natürlich da dein Mann stehen. Und da haben wir die Jungs da gescoutet und mit denen gesprochen, ja, wo die uns das gezeigt haben, dass sie gerade sehr, sehr, sehr motiviert sind, diesen Schritt mit uns zu gehen, da, wenn es geht, jedes Spiel auf 100% zu gehen. Und da sind wir vorab jetzt guter Dinge. Jetzt hast du natürlich ein weiteres Problem. Du weißt jetzt auch noch nicht so richtig, wie es weitergeht in der Liga, was den Modus angeht und wie es dann mit den Testspielen wird. Das sind alles noch so viele Fragezeichen dran. Aber Fakt ist, es wird ja weitergehen, es muss weitergehen und es wird auch Testspiele geben. Ja, mein Stand ist, dass wir am 1. September direkt starten. Also da ist es ja erlaubt und es ist ein Dienstag. Und das Modus ist, dass wir jetzt mit allen Mannschaften spielen. Also das heißt, es war ja angedacht, dass wir es teilen, ja, 2 Elfergruppen, aber jetzt gehen wir komplett rein mit 22 Mannschaften, außer Lautern kommt nochmal runter, dann wären es 23, aber ich bezweifle. Und dann starten wir direkt am Dienstag. Es stehen 8 englische Wochen stehen uns vor der Tür und plus noch natürlich die Hessen-Pokalspiele. Und in Testspiel ist in Nordrhein-Westfalen ist sogar jetzt schon erlaubt, Testspiele zu bestreiten. Da sind wir jetzt dran, eventuell ein Spiel hinzubekommen in den nächsten Wochen. Aber ob es uns gelingt, ist eine andere Sache. Und dann ab dem zweiten Block spielen wollen wir schon spielen. Haben wir schon Testspiele vereinbart. Jetzt müssen wir schauen, ob die auch umsetzbar sind. Wie geht es jetzt hier weiter trainingstechnisch? Früher hat man dann richtig auch noch Konditionen gebolzt. Ich glaube, das läuft jetzt immer so ein bisschen nebenbei. Das müssen die automatisch machen. Das heißt, man kann sich jetzt schon ziemlich auf das Ballspiel konzentrieren? Ja, also jetzt in dem Block, in den 2 Blöcken, wo die Jungs hier sind, spielen wir nur Fußball. Weil jetzt davor haben wir denen ja schon Laufplan gegeben. Danach geben wir denen nochmal 9 Tage, 8 bis 9 Tage nochmal frei. Und da werden sie ihre Laufpläne bekommen. Dementsprechend erübrigt sich das jetzt hier, jetzt in den Wald zu gehen. Jetzt haben wir richtig, richtig tolle Neuzugänge schon bekommen. Meinst du, da kommt noch was? Hast du noch einen Wunschzettel offen? Ja, wir sind ja jetzt aktuell mit 25 Spielern schon sehr gut aufgestellt. Aber trotzdem, die dritte Liga ist ja noch voll im Gange. Der eine andere Verein wird bestimmt noch ihre Probleme bekommen. Und ich könnte jetzt so starten, sagen wir offen. Aber wenn der eine andere gute Perspektivspieler sich auftut, da sagen wir natürlich nicht nein.
Ja, da sagen wir nicht nein. Angelo Balletta, der Chefcoach. Und ja, jetzt haben wir schon den Geschäftsführer gehört, jetzt haben wir schon den Trainer gehört. Ja, wollen wir doch auch mal einen Spieler hören. Nehmen wir Neuzugang Marco Fritscher. So, Marco Fritscher kommt vom ersten Training. Zwar schon geduscht, aber doch ein bisschen abgekämpft. Ich habe gehört, ihr habt richtig Gas gegeben. Ja, war eine gute Stunde 40, waren wir jetzt unterwegs. Ja, gut zum Reinkommen, war ordentlich. Guter erster Tag, ja. Und wie fühlt sich denn an, Kickers Offenbach, so richtig auf dem Feld, auf dem Grün? Ja, besonders natürlich. Also sehr sympathischer Eindruck von den Jungs bekommen. Wirklich coole Truppe und ja, bin gespannt auf die nächsten Tage. Kann man das eigentlich als Fußballer so, wenn man da mal auf dem Platz steht, nach so einer Trainingseinheit schon sagen, so ein leichtes Gefühl entwickeln? Wow, da ist Qualität oder eher ist es anders als bei anderen Vereinen? Ich weiß es nicht. Doch, du siehst natürlich schon in ersten Aktionen, wie die Jungs spielen. Und wie gesagt, der erste Eindruck ist gut, macht Freude auf mehr und ja, sehr guter erster Eindruck. Ja, Marco Fritscher. Und jetzt haben wir uns gedacht, dann fangen wir auch nochmal den Ramon ab. Ramon Bernd Roth, denn der hat ja schon mehrfach bewiesen, dass er ein glückliches Händchen hat bei einer Zusammenstellung von der Mannschaft. Wobei das ja jetzt hier mit dem ganzen Team gemacht wurde. Das heißt, mit dem Geschäftsführer und mit natürlich Angelo Balletta zusammen. Aber das ist immer sehr, sehr interessant, Ramon zuzuhören. Und deswegen, ja, hören wir doch einfach mal rein. Ja, und wenn es ums erste Training geht, da will ich auch mal Ramon Bernd Roth fragen. Denn ich denke, er wird auch ein bisschen mitgewirkt haben, dass wir diesen Kader jetzt hier so zusammenführen konnten. Und Ramon, der hat ja schon mal einen tollen Kader zusammengestellt. Wie fühlt er sich denn an, Ramon? Ja klar, war ich mit dabei und was halt erleichtert hinzukommt, ist mal, dass Thomas Obotzig einen großen Fundus hat, dass er schon mal diesen Sportdirektorposten erfolgreich ausgeübt hat in Chemnitz. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich selbst war eigentlich in anderen Märkten unterwegs und musste mich jetzt erst wieder reinarbeiten. Aber du hast ja sicherlich ein Gefühl, du hast ja einige Spieler schon gekannt, dann auch mit ihnen gesprochen, jetzt heute gesehen. Wie fühlt sich denn an? Ja gut, wir haben ein klares Konzept. Das heißt halt, wir wollen die holen, die mit uns nach oben wollen. Ja, das ist so die Prämisse. Dass wir also, ich meine, klar ist das jetzt irgendwo so ein bisschen in die Vergangenheit geschaut. Das will ich gar nicht bewerten, das war auch ein Konzept. Das kann auch richtig sein, dass man sagt, wir holen uns Leute von oben herunter, die schon mal oben gespielt haben, das Know-how mitbringen. Wir machen es andersrum. Wir wollen die Jungs, die von unten nach oben wollen. Aber als ich das eingangs gesagt habe, habe ich noch was anderes gemeint. Denn du hast ja schon mal ganz maßgeblich einen Kader vor vielen Jahren zusammengestellt. Und der hat dann am Ende tatsächlich bis zum Schluss im Aufstieg gespielt. Ja, okay, gut. Aber übrigens war das ein ähnliches Konzept. Nur die finanziellen Rahmenbedingungen, denke ich mal, sind heute für uns, nennen wir es mal, fairer. Wir können besser entscheiden jetzt als damals zu meiner Zeit. Wie wird es jetzt weitergehen? Jetzt wird viel am Ball gespielt, hat uns auch der Trainer verraten. Das heißt, so Kondition wird gar nicht mehr so gebolzt. Das machen die separat, ne? Ja, also so den... Die körperliche Leistungsfähigkeit unterteilt man gar nicht mehr so in Technik und Kondition. So hat man früher trainiert. Dienstag war der Konditionstag, vor allen Dingen im Amateurbereich. Nein, es ist so, dass du, was brauchst du? Du brauchst das, was das Spiel von dir fordert. Und dementsprechend musst du das Spiel selbst in den Mittelpunkt stellen, in allen seinen Variationen. Und dann hast du diese sogenannte Wettkampfkondition. Ja, was mich nochmal interessieren wird, das war ja eine besondere Situation, als ihr damals alle neu kamt, zu dritt, also Angelo, Dennis Bocho und du mit dabei, so als Beratender, fast Übervater, wie auch immer. Wie hast du dich in deine Rolle gefunden und ja, wie lebt die sich? In allererster Linie wollte ich im Markt unterwegs sein. Und weil das schaffen wir nicht. Ja. Also personell sind wir noch nicht so gut aufgestellt, dass wir, Thomas Obotzig muss ja auch oft hier sein, kann nicht nur im Markt sein. Angelo hat seine und Dennis haben ihre Spieltermine. Das heißt, ich will viel scouten. Und darüber hinaus aber war auch die Idee von Thomas Obotzig, dass ich auch im Trainerstab mitmachen soll. Denn Erfahrungswerte, zumal Angelo und Dennis zu mir Vertrauenspersonen sind oder ich für sie eine Vertrauensperson bin. Ich glaube, da kann man flankierend immer mal Erfahrungswerte mit einbringen.
Vielleicht nochmal abschließende Frage. Jetzt geht es ja dann irgendwann auch tatsächlich wieder los, nämlich ab September. Und davor braucht man natürlich noch ein bisschen Praxis, ein bisschen Spielpraxis. Das wird auch nicht so einfach sein. Richtig, richtig. Ja, das würden wir uns für diese Woche sogar wünschen. Ich glaube, wir sind auch dran. In Nordrhein-Westfalen soll es ja erlaubt sein. Das wäre ideal, wenn wir da noch was bekämen, was nicht ganz so weit weg ist. Ich sag mal so, ab Siegen ist ja auch schon Nordrhein-Westfalen. Aber müssen wir gucken, ja. Wir müssen das Beste aus der Situation machen, gemeinsam. Liebe Leute, Entschuldigung, aber ich muss mal kurz um Aufmerksamkeit bitten. Ich habe mir doch vor kurzem eine Maske im Fanshop bestellt und die ist auch super, also die sieht super aus. Nur passend tut sie mir nicht. Schaut mal. Tja, so sieht's aus. Jetzt dachte ich mir, ich rufe mal den Fanshop an. Vielleicht können die ja für mich eine Sondergröße herstellen. Hallo, Kickers Fanshop, guten Tag. Hallo, hier ist der Schosch. Du, also ich habe hier mal eine Frage. Also ich habe ja eure Maske. Die finde ich super, das ist ja richtig. Kunstwerk ist das, gell? Also, aber das Problem ist, ich bin ja die größte Kickers-Nase, die es gibt, gell? Und da habe ich mir gedacht, ob es vielleicht möglich wäre, dass ihr auch mal eine Sonderanfertigung für mich macht. Ja, Schorsch, ist doch gar kein Problem. Für dich machen wir alles. Du kriegst auch eine Sonderanfertigung von uns. Echt? Ja, du, klar. Super. Und wann kann ich denn die abholen? Am besten kommst du morgen gleich. Da ist er fertig. Ja, das mache ich. Ich bin morgen sofort bei euch. Tschüss, bis dann. Bis dann. Freuen uns. Mach's gut. Hm, oh, sieht alles sehr gut aus. Und da hinten, oh, da ist sogar Bettwäsche. Oh, nicht schlecht, die Bettwäsche. Ich glaube, darin könnte ich toll träumen. Obwohl, eigentlich bin ich ja da, um meine Maske abzuholen. Meine Sonderanfertigung. Hallo, ich bin der Schosch. Ich habe bei euch eine Spezialmaske bestellt. Ist die fertig? Ja klar, Schosch, die haben wir da. Willst du sie gleich aufsetzen? Ah ja klar, was denkst du? Dann komm mal her. Siehst du. Na. Guck mal hier. Perfekt. Wow. Jetzt gibt's eine Sonderanfertigung für die größte Kickers-Nase, die es gibt. Für mich, für Schosch. Ich danke dir. Gerne. Mach's gut, Schosch. Ciao. Ja, der Schorsch, da hat er sich wieder eingehackt. Eieiei. Und den Fanshop wild gemacht. Naja, so kennen wir ihn. Okay, also weiter geht's. Es wurde nicht nur trainiert, nee, es wurde auch gespielt. Ihr wisst ja, Kaspar Lauk, der führt unser OFC durch virtuelle Welten, auch durch den DFB-Pokal. Und da wurde ja schon mächtig vorgelegt im ersten Spiel. Und so geht's in die zweite Runde. Heute, der OFC erwartet zu Hause den Karlsruher SC. Und wir schauen rein. Kickers TV war für euch dabei. Blutlichtspiel. Am pickepackevollen Biberer Berg DFB-Pokal Runde 2 Offenbach gegen Karlsruhe. Ein richtiger Hexenkessel ist das hier. Wir spielen gegen den Zweitligisten, versuchen irgendwie die Sensation zu schaffen. Und damit gehen wir jetzt rein in die Partie. Wir werden alles geben, was wir haben, um hier irgendwie als Sieger vom Platz zu gehen. Notfalls gehen wir in die Verlängerung und ins Elfmeterschießen. Dafür sind wir bereit. Schauen wir, was uns heute gelingt. Ronny Marcos. Oh, klasse, gespielter Konter, Serkan Firat marschiert jetzt alleine aufs Tor zu, Serkan Firat. Und da wird er gefoult, das muss den Elfmeter geben. Das ist David Piso, der da die Grätsche auspackt. 59. Minute. Komm, Schiri, bitte gib ihm rot, bitte gib, jawohl, Karlsruhe kassiert einen Elfmeter und ist ab jetzt in Unterzahl. Das ist die große Chance für uns. Und Reinhard, der ist so bombig in Form. Komm, jetzt mach den Elfmeter einfach. Reinhard, jawohl, am Keeper vorbei. 1-0 liegen wir in Führung und Karlsruhe in Unterzahl. Die Sensation wird greifbar für uns. Die Chance wächst gerade an, dass wir es hier tatsächlich schaffen. Der Elfmeter, ja. Halb rechts, halb hoch. Der Keeper entscheidet sich dafür, in der Mitte zu bleiben. Moritz Reinhardt, was für eine Form. Vielleicht können wir sie ja sogar ausbauen, wenn Karlsruhe uns solche Räume lässt. Jakob Lemmer gegen Rosbach. Lemmer bringt die Flanke rein. Die kommt gefährlich auf Reinhardt. Da ist das 2-0. Was ist denn hier los? Moritz Reinhardt.
Da hatte sich Karlsruhe scheinbar noch nicht wieder sortiert nach dieser roten Karte. Jakob Lemmer mit der starken Hereingabe in den Rückraum und niemand, aber auch niemand in der Karlsruher Verteidigung hatte da Reinhardt auf dem Zettel. Der reagierte einfach schneller und schiebt ein. 2:0 führen wir gegen Karlsruhe. Kann es tatsächlich sein, dass wir hier schon wieder ein Spiel im DFB-Pokal gewinnen, dass wir in die nächste Runde einziehen, dass wir erneut die große Sensation schaffen. Als Viertligist. Alle warten jetzt nur noch auf den Abpfiff. 91. Minute läuft. Es ist wirklich nicht mehr lange. Vielleicht sogar jetzt nochmal die Chance auf den Konter. Reinhardt. Tatsächlich. Irgendwie kriegt er den Ball noch raus auf Jakob Lemmer. Jakob Lemmer. Die Flanke segelt nochmal da rein auf den zweiten Pfosten und wird nochmal rausgeklärt. Aber jetzt sind wir in der 93. Minute. Das sollte es doch gewesen sein. Und ich glaube. Jawohl, wir haben die Pokalsensation geschafft. Einmal mehr. Wir gewinnen gegen den Karlsruher SC. Schluss, aus, vorbei. Wir haben es geschafft. Ja, da habt ihr es gesehen. Der UFC hat schon wieder gewonnen. Also wir sind auf direktem Wege nach Berlin. Also meistens haben wir ja 1:0 gewonnen, aber jetzt eben 2:0 Sieg gegen den KSC. So, und ich hatte es ja angekündigt, wir wollen heute versuchen, Mike Vetter zuzuschalten. Und wenn alles gut klappt, dann müsste er jetzt in der Leitung sein. Ja, die Leitung steht. Das heißt, es funktioniert. Mike Vetter ist da. Hallo und herzlich willkommen. Ja, hallo, servus. Ja, Mike, wo erwischen wir dich? Schön zu Hause? Du hast ja Familie. Ich könnte mir vorstellen, deine beiden Frauen, die halten dich auch ein bisschen auf Trab. Ja, auf jeden Fall. Ich musste mich hier im Kinderzimmer von meiner Tochter musste ich mich einsperren. Oh, dann gibst du, du hast gleich die Spielsachen entdeckt und dann verschiebt sich die Sendung da ein bisschen nach hinten. Dann wollen wir mal schauen, wie es dir denn so geht, denn Corona, das hat dich ja auch ein bisschen beschäftigt, könnte ich mir vorstellen. Da gab es ja lange Zeit eben nichts zu tun und Lukas Albrecht hat mal gesagt, wow, das ist die längste Sommerpause und er will sie eigentlich gar nicht mehr haben, die Pause. Wie ist es dir denn ergangen? Ja, natürlich auch stressig oder mit vielen, vielen Sorgen behaftet, weil wir ja nicht wussten, wie geht's weiter, wann trainieren wir, was machen wir. Aber andererseits hatte ich natürlich auch sehr, sehr viel Zeit mit meiner Tochter. Konnte ja viel Zeit mit ihr verbringen und bin sozusagen ein bisschen mit gemischten Gefühlen da reingegangen oder rausgegangen, wie auch immer. Ja, in der einen oder anderen Sendung haben wir ja einen kleinen Beitrag auch von dir gesehen, wie du mit dir Ball gespielt hast. Also ich glaube, die hat dir ein bisschen was beigebracht. Schauen wir mal. Aber jetzt wollen wir über die neue Saison sprechen, beziehungsweise auch über den Trainingsauftakt. Und das ging ja am Montag so richtig los. Wie waren da so die Gefühle? Irgendwie sehr gemischt, weil es heißt, man weiß eigentlich gar nicht so richtig, was auf einen zukommt. Sowohl wie viele Mannschaften das sein werden, als auch wie das sich jetzt mit Corona alles verhält. Oder doch mehr die Vorfreude, endlich wieder geht's so richtig da auf Bibershöhen zur Sache. Nee, eigentlich nur die Freude. Also ich habe jetzt überhaupt nicht darüber nachgedacht, gegen wen wir spielen, wann wir spielen, wie viele Mannschaften da sind, sondern hat einfach wieder Spaß gemacht, gegen den Ball zu treten. Wir hatten jetzt genug Lauf- und Krafteinheiten, die wir selber gemacht haben, natürlich in der Zwangspause. Die Woche hat extrem viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass wir so lange wie möglich einfach trainieren können und dass es so schnell wie möglich dann auch wieder losgeht mit den Spielen natürlich. Ja, ihr habt ja dann immer auch diese ominösen Pulsuhren oder wie das in der Fachsprache heißt. Das heißt, ihr kriegt ja da immer einen Mordsplan und müsst so und so viel laufen. Aber irgendwie wird das doch ziemlich monoton. Wenn man gar nicht so richtig gegen Ball treten kann, da kriegt man doch die Krise, oder? Ja, auf jeden Fall. Klar, wir sind es ja gewohnt in den Pausen, dass man laufen muss. Das ist jetzt ja nichts Neues für uns, aber halt natürlich nicht so lange, wie es jetzt war. Ne? Wir haben ja auch zum Glück so gut es ging auch trainiert. Das waren ja trotzdem eine lange Zeit, die wir nicht trainieren konnten. Es gibt nichts Vergleichbares wie den Fußball. Ja? Also irgendwann langweilig. Ja, der Angelo hat dann gesagt, so nach dem ersten Trainingstag, das haben wir eben im Beitrag gerade gehört, ihr wart fast ein bisschen overpaced, also da ging es richtig zur Sache, jeder wollte ja sich richtig ausreizen. Wie war das dann in den Trainingseinheiten danach? Hat sich das wieder normalisiert? Nee, eigentlich nicht. Das war die ganze Woche so. Jeder wollte jede
Spiel und Trainingsform gewinnen. Und dann gehört sowas da dazu, ja. Na gut, ich meine, das spricht ja für eine hohe Motivation. Das heißt, die Neuen, was hast du so für einen Blick drauf gehabt, haben sich anscheinend ganz gut integriert, oder? Ja, auf jeden Fall. Also man hat gemerkt, dass, wie eben gerade gesagt, dass jeder gewinnen wollte und dadurch war eine hohe Spannung, hohe Motivation im Training und so soll es ja auch sein, ne? Jetzt gab es ja noch eine besondere Situation vor dem ersten Training, ein riesengroßer Kreis, alle waren da, selbst die Geschäftsstellenmitarbeiter, Platzwart, alles, was dazugehört. Und ja, da haben die Chefs, sowohl Thomas Sobotzik als auch Joachim Wagner, nochmal klargemacht, ja, jeder zählt, ob Ersatzspieler, Stammspieler, ja, Platzwart, da gehört alles zusammen. Also ich weiß nicht, ob das immer so war, aber ich fand es schon ein bisschen beeindruckend, die Runde. Ja, auf jeden Fall. Ich fand es auch sehr positiv. Ich glaube, das ist eine hohe Wertschätzung allen im Verein gegenüber. Ja, weil ich sag mal, in erster Linie steht ja immer die Mannschaft oder die Mannschaft kriegt sowohl die positiven als auch die negativen Signale meistens ab. Aber ich denke, alle gehören dazu und ohne den Betreuerstab, ohne alle auf der Geschäftsstelle, ohne den Zeugwart, Platzwart, alle, die dazugehören, könnte der Verein ja gar nicht so funktionieren, wie er funktioniert. Und deswegen glaube ich, war das ein sehr, sehr gutes Zeichen, eine schöne Geste. Und wie auch der Herr Sobotzik und der Herr Wagner auch dann gesagt haben, anders funktioniert es auch nicht. Wenn man Erfolg haben will, müssen alle an einem Strang ziehen. Und ich denke, dass durch so eine Ansprache dann auch ja, alle einfach ein Stück weit motivierter noch sind. Ja, jetzt macht ja keiner große Sprüche, auch die Neuen. Keiner hat sich jetzt auch so weit aus dem Fenster gelehnt und gesagt, hier, wir hauen die alle weg, wir steigen auf und so weiter, überhaupt nicht. Sondern erstmal muss man sich finden und dann will man das maximal Mögliche eben herausholen. Was hast du so für ein Gefühl? Kann man das nach so ein paar Trainingseinheiten schon absehen? Ja, gibt es eine Qualitätssteigerung im Kader oder muss ich das alles erst finden? Kann man da noch gar nichts sagen bis hierhin? Ja, bisher kann man, glaube ich, da jetzt noch nichts sagen. Bringt ja auch nichts. Wem jetzt, wenn ich jetzt sage, da ist eine höhere Qualität als die letztes Jahr war, ja, bringt ja auch nichts. Und es ist jetzt eine Woche von noch vielen Wochen bis hoffentlich dann Anfang September, wenn wir starten können. Und ja, denke ich, länger Zeit einfach, um uns dann ja vorbereitet zu sein für das erste Spiel. Ja, da sprichst du es an. Das wird schwierig genug, weil neben dem ganzen Training, dem ganzen Aufwand, ja, braucht man ja mal auch Spielpraxis. Und auch das ist nicht so einfach. Ich sage nur Testspiele. Ja, wie, wann, wo? Das weiß ich auch nicht. Ja. Nee, aber ich weiß, die Verantwortlichen sind dran und da wird es Testspiele geben. Aber das ist ja einfach die Frage, die die Fans interessiert und euch natürlich auch. Wann werden wir wieder vor Zuschauern spielen? Jetzt erstmal im Kleinen, was Testspiele angeht, aber dann eben auch im Großen. Und ja, das sind einfach noch ganz, ganz viele Dinge, die voll im Unklaren sind. Es ist schon ein merkwürdiges Gefühl, denke ich, für die Fans, aber auch für euch, oder? Ja, generell schon, aber wie schon anfangs gesagt, im Moment denke ich jetzt gar nicht groß darüber nach. Ich freue mich einfach, dass wir trainieren dürfen, dass wir auch Spielform jetzt machen dürfen. Und ja, versuche jetzt einfach jeden Tag quasi wieder zu genießen. Ist jetzt eine ähnliche Situation wie vielleicht nach einer langen Verletzung. Da denkt man jetzt gar nicht drüber nach, über Spiele oder sonst irgendwas, sondern hat es im Hinterkopf als Antrieb oder als Vorfreude. Aber klar, wir wollen spielen und wir wollen natürlich auch mit unseren Zuschauern spielen, weil das natürlich fehlt im Moment, ja. Ja, du hast das angesprochen am Anfang von Corona, da durfte man ja nur unter ganz merkwürdigen Bedingungen, also mit großem Abstand trainieren, erstmal gar nicht und dann mit großem Abstand. Wie muss man sich das vorstellen? Waren das dann so Torschüsse oder Flanken, sodass alle weit auseinanderstehen, aber überhaupt gar kein Zweikampf oder wie? Ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen. Ja, im Grunde war es so, wie du gesagt hast, wir haben halt viel Fußballtennis gemacht. Immer mal wieder, ich sag mal, ein Laufparcours, viel Torschusstraining, Passtraining, Flankentraining, aber halt, ja, alles ohne Zweikämpfe, ohne Körperkontakt.
Jetzt, wie gesagt, 7 Neuzugänge sind schon da. Wer weiß, vielleicht kommt sogar noch das ein oder andere dazu oder der ein oder andere dazu. Jetzt müsst ihr euch alle natürlich wieder strecken. Da gibt es keine Stammplätze, da geht alles wieder bei Null los. Also wahrscheinlich sogar auch für dich als Kapitän. Wie ist das? Wird man automatisch als Kapitän übernommen oder es wird wahrscheinlich in jeder Saison neu dann ja, abgestimmt oder bestimmt, ne? Ja, dazu weiß ich jetzt nichts. Ich gehe davon aus, dass die Mannschaft einfach einen neuen wieder bestimmen wird. Dann werden wir mal sehen, ja. Und klar ist, jeder Spieler, also es gilt jetzt für mich, es gilt für jeden Neuen, es gilt für jeden anderen, der auch letzte Saison schon da war. Jeder muss sich aufs Neue beweisen. Das ist jetzt nicht nur im Saisonstart so, sondern es ist ja Woche für Woche so. Dem muss man sich als Fußballer dann halt stellen. Jetzt ist dann schon Samstag, das heißt, in der nächsten Woche gab es da schon so ungefähr eine Aussicht, was da passieren wird? Oder wird es da erstmal so weitergehen, jetzt erstmal so wieder einfach fußballerisch in den Zweikämpfen etwas zu tun, Spielformen oder gibt es da irgendwie was Besonderes dann? Das muss man den Trainer fragen, aber ich denke, dass es eine ähnliche Trainingsform gibt wie jetzt diese Woche, ja. Aber du bist, um es mal zu sagen, mit den Worten von Thomas Sobotzek, der hat das neulich bei, ich glaube bei Flauder war es, heiß wie Frittenfett, so wie wir dich kennen, oder? Also das heißt, ich stelle mir das gerade bei dir besonders schwer vor, weil du lebst ja von deiner Energie, von deinen Läufen und gut, laufen konntest du, aber auch vom Kampf her, ne? Und das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das geht, so kontaktlos. Ja, war schwierig, ja. Aber jetzt darfst du wieder, jetzt willst du wieder und jetzt gibst du wieder Vollgas. Das freut uns. Und dann würde ich erstmal sagen, ganz, ganz herzliches Dankeschön, Mike Vetter. Und ja, dann sind wir gespannt, bis wir dich endlich wieder vor Zuschauern sehen. Und dann wünsche ich dir und eurem ganzen Team eine neue, gute Trainingswoche. Mach's gut, mein Lieber. Danke. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Alles Gute an alle. Ciao, ciao. Ja, Mike Vetter, nicht nur ein Vorbild auf dem Platz, sondern auch ein richtig sympathischer Bursche. Ja, und eigentlich sind wir schon fast durch, aber nur fast. Nee, da kommt noch was. Ja, wenn ich sagen würde, einen habe ich noch. Nee, es sind noch mehrere. Aber es ist das ein und alles überwiegende Thema im Nachwuchsleistungszentrum, denn da geht's richtig zur Sache. Normalerweise kennen wir das ja. Haben wir einen guten Spieler, ratzfatz kommt irgendjemand, was weiß ich, aus der Nachbarstadt, aus Wiesbaden oder sonst was und holt sie uns weg. Nein, damit ist Schluss jetzt. Jetzt geht's mal andersrum. Und da habe ich was Interessantes für euch. Sehr interessante Informationen. Zum einen hatte ja die Offenbach Post bereits geschrieben von Enes Zengin. Das ist genau dieser junge Mann. Ja, der kommt vom Freiburger SC zum OFC. Was sie aber nicht geschrieben haben, dass wir den gleich im Doppelpack geholt haben, mit seinem Bruder, ebenfalls vom Freiburger SC. Und der kommt dann nicht zu U19, ja, sondern der kommt dann zu U17. Also das, denke ich, solltet ihr auch wissen. Also der Enes geht in die U19 und der Bruder Edin, der wechselt vom Freiburger SC in die U17. Und da freuen wir uns sehr, dass das gelungen ist. Die Freiburger Schule, die kennen wir, das ist richtig klasse. Und das Fußballspielen gelernt haben die beiden auch bei den Stuttgarter Kickers. Also über Stuttgart nach Freiburg und jetzt zu Hause dann in Offenbach. Naja, aber noch nicht genug dessen. Nein, der OFC hat auch beim ungeliebten Nachbarn, in der ungeliebten Nachbarstadt ein bisschen gewildert. Und da wollen wir mal schauen, da haben wir hier einen interessanten Spieler, nämlich Yannis Vasilio. Der kommt zu U19 und ihr seht, wieder ein Brüderpaar, Alexandro Vasilios. Der geht zu U16, also tolle Sache. Der Jüngere kam von Maccabi, der Yannis kam von diesem ganz besonderen Club, den wir so ganz besonders lieb haben. Also da haben wir hier auch wieder gleich einen Doppelschlag im Nachwuchsleistungszentrum, ja, zu verbuchen. Ja, und dann gab es ja sogar noch, wer da genau hingeschaut hat, in der Woche davor,
eine Doppelmeldung. Da kam nämlich Leonard Stritter vom SVW in Wiesbaden und Elias Derwein von SC Hessen 3 Aich. Also ihr seht, das mit den guten, tollen, talentierten Spielern ist keine Einbahnstraße, immer vom OFC zu den anderen. Nein, das kann auch mal andersrum funktionieren. Apropos funktioniert, was richtig gut funktioniert beim OFC, das ist die Durchlässigkeit vom Nachwuchsleistungszentrum hoch zu den Profis. Und haben wir ja mittlerweile schon riesig viele tolle Talente nach oben gebracht. Ja, ich denke nur an Garic, ich denke an Lemmer, an Husan Basic und so weiter und so fort. Also da könnten wir ja jetzt viele aufzählen. Und so ist es jetzt auch wieder. Moreno Giesel, der kommt zu uns in die erste Mannschaft. Das heißt, er war ja schon beim OFC, kam ursprünglich von der SG Viking 2014 zum OFC und jetzt darf er eben komplett oben angreifen beim OFC in der ersten Mannschaft. Ja, und da würde ich sagen, da wünschen wir ihm ganz, ganz viel Erfolg dafür und natürlich viel, viel Freude bei den Profis. So, jetzt habt ihr aber geballte Ladungen an Informationen bekommen, O-Töne, ja, von A bis Z, sportliche Leitung, Ramon, Thomas Sobotzik, die Spieler und so weiter und so fort. Mike Vetter noch zugeschaltet. Also ich denke, es war pickepacke voll, deswegen hat es heute auch ein bisschen länger gedauert. Aber ich denke und hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch einen schönen Samstag. Und der Samstag, der ist nicht kickersfrei, deswegen ja auch You'll Never Talk Alone, das heute zum 14. Mal. Jetzt sind wir am Ende. Macht's gut, ciao, ciao, rot-weiße Grüße, bye, bye.